Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Super Metroid. Und ihr seht, ich bin bereits zurück zu unserem Schiff gegangen und habe mich ein bisschen dort geheilt und gespeichert. Das finde ich natürlich schön. Und mit dieser geilen Luftrolle, die wir jetzt hier ausführen können, wenn wir nicht verkacken würden, können wir tatsächlich auch hier die unerkundeten Bereiche von diesem Areal hier noch auskundschaften. Aber ich weiß nicht, ich glaube, da sind keine großen Geheimnisse mehr versteckt. Kann das sein? Auf der Karte ist jedenfalls nichts eingezeichnet. Und ich hoffe, ich kann auf die Karte vertrauen. Zum Glück gibt es keinen Fallschaden, denn das ist schon ziemlich hoch hier. Okay, hier ist nichts. Okay, als nächstes. Wir haben jetzt den neuen Move hier in unserem Arsenal. Und weiter geht es in Norfair, glaube ich, war das, nicht? Die Feuerwelt. Und da kommen wir ja hin, wenn wir, ich glaube, hier durchgehen. Da gab es nämlich diesen einen komischen, hässlichen Raum, wo wir einmal in der Lava gebadet haben und klicklich gestorben sind. Aber das sollte jetzt nicht mehr so tragisch enden, hoffe ich. Denn wir können uns jetzt unter Wasser und damit auch unter Lava besser navigieren und oben durch, also oben aus, wir können da durch einfach, ist die Sache, die ich sagen will. Wir müssen uns allerdings beeilen, weil Lava tut trotzdem weh. Und das ist blöd. Also sonderlich viel Zeit kann man sich nicht lassen. Aber ich glaube, jetzt ist es zumindest möglich, dass man da durchkommt. Bin ich überhaupt richtig? Brinstar. Ich wollte ja eigentlich nach Norfair. Da muss ich noch da unten weiter. Na gut. Kein Problem. Auf gleichem Weg möchte ich eigentlich auch noch ganz gerne mal versuchen, Upgrades einzusammeln. Vor allem jetzt mit diesem geilen Power-Up. Also mit dem Sprung, den wir haben, sollte es doch möglich sein, einige Power-Ups zu bekommen, die wir auf dem Weg liegen gelassen haben, oder? Zum Beispiel hier diese komischen Dinger. Ich weiß ja nicht, ob sich das auch voll lohnt. Also ich glaube, für ein Missile-Pack würde sich das nicht lohnen, jetzt extra dafür so eine, ach du Kack, jetzt auch noch sowas, so einen Umweg in Kauf zu nehmen. Aber falls das voll geile Sachen sind, ein Energy-Tank oder Super-Missile oder Super-Bomben vielleicht, dann würde sich durchaus lohnen. Aber das weiß ich, wie gesagt, nicht, wo welche Seite versteckt ist. Da. Wir können ja mal gucken, ob irgendwas auf dem Weg liegt oder nicht. Aua, Mann, ich bin echt scheiße dumm hier. Warum? Ich will doch raus hier aus den Blumen. Danke. Wir müssen hier nach unten. Unser Ziel ist nämlich Brinstar, gerade schon angesprochen. Bin ich jetzt schon vorbei an diesem Ding? Nee, noch lange nicht. Noch lange nicht. Also ich weiß ja nicht, was da ist. Ich gucke einfach mal nach, würde ich vorschlagen. Zumindest bei diesem einen hier. Und bei den anderen. Ups. Bei den anderen. Wo geht's denn weiter jetzt nochmal? Sag doch mal einer an hier. War der hier irgendwie im Weg? Ah, da ist er. So. Hä? Oh, ich wollte da rein. Geht das nicht? Dann halt nicht. Wollte ich sowieso nicht. Wir wollen sowieso nach Norfair. Lass uns jetzt gar nicht mehr ablenken von irgendeinem Kack hier. Und mit dieser geilen, Judo-Rolle in der Luft können wir uns jetzt auch ohne Probleme hier über diese Wasser wegbahnen, wo wir sonst immer 1000 Versuche gebraucht haben, weil böse Gegner da waren. Ach Mann, ey. Böse Gegner da waren und weil man nicht aus dem Wasser rausgekommen ist mit so einem scheiß Sprung. Aber jetzt sollte das doch alles viel besser gehen. Eigentlich braucht man den Walljump doch auch gar nicht mehr jetzt, oder? Denn mit der Rolle da, die wir machen können, mit dem Space Jump, kommt man ja überall auch hin, wo man mit dem Walljump hinkommen würde. Sogar noch wesentlich einfacher, weil man gar keine Wand dafür braucht. Naja. Okay, hier geht's nach Norfair. Das ist unser Ziel. Unsere Destination. Und ich hoffe, da geht's weiter. Ja, dieses Lava-Becken, das war ganz schön heiß damals, aber damals konnten wir auch noch nicht unter Wasser uns bewegen. Jedenfalls nicht sonderlich gut. Ich weiß natürlich jetzt überhaupt nicht mehr, wo das eigentlich war. Ach doch, ich sehe es so halbwegs. Ja, als ob ich noch weiß, wie man da hinkommt, ey. Ich glaube, das war so, dass man diesen hässlichen Umweg da nehmen musste. Aber ich probiere es einfach so. Na, probieren geht über studieren. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich hier großen Erfolg habe in diesem Raum. Aber na, die Chance besteht ja. Nein. Nein, ich kann nicht da durchschießen, glaube ich, oder? Nein, natürlich nicht. Okay. Wir müssen dann einen langen Umweg nehmen. Aber das ist kein Problem für uns. Denn wir kennen uns jetzt sehr gut aus hier in Norfair. Oder? Also, naja, geht so. Ein bisschen.
So, hier müssen wir rein. Ja, Super Metroid. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das Spiel noch dauert, ey. Ich dachte eigentlich, wir sind schon voll weit. Wir haben jedenfalls schon fast jedes Gebiet des Spiels erkundet. Ach du Kacke, hier muss man mit Geschwindigkeit arbeiten. Auch das noch. Also ich weiß auf jeden Fall noch von einem Gebiet, das kommt. Turian. Aber erstens weiß ich nicht, wie groß das ist. Ich glaube, das ist nicht so groß. Und zweitens weiß ich nicht, ob es noch ein weiteres Gebiet gibt. Das kann durchaus auch sein. So, hier nach unten würde ich vorschlagen, nicht? Mit einer Superbombe. So. Zack, direkt runter jumpen. War hier wieder Geschwindigkeit gefragt oder was war hier für ein Raum? Nee, war noch gar nicht. Na gut, dann halt nicht. Aber irgendwo hier war doch auch ein Raum mit ansteigender Lava. Oh, der arme Typi ist runtergefallen. Und bei der Lava musste man sich auch beeilen. Außerdem wegbrechender Boden und so. Ich glaube, das war dieser Raum. Kann das sein? Nee, hier ist keine Lava. Aber wegbrechender Boden. Okay, immerhin das. So, jetzt sind wir hier. Das ist ja schon mal interessant. Wir könnten speichern. Ich glaube, dieses Angebot nehme ich an. Ich kann sogar durch die Wand schießen. Das ist ja interessant. Geht das immer? Oder ist das wegen einem Upgrade, das wir haben? Sei es drum, ich bin froh darüber. Wunderbar, Save completed. Ich wollte ja sogar schon mal zwischendurch nochmal hier vorbeigucken. In dem Lava-Beckenraum. Aber dann hatte ich mich daran erinnert, dass das ja der Lava-Beckenraum war. Oh ja. Also falls ihr den Part gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Das klingt jetzt ziemlich bescheuert, was ich gerade sage. Aber naja, so ist das manchmal. Hier kann man gut Energie aufladen, bei den drei Dreier-Typen immer, die uns bekämpfen wollen. Wie komme ich jetzt dahin? Wahrscheinlich nicht einfach nur hier geradeaus, oder? Das ist der Recharge-Raum, oder? Genau, hier kann man seine Energie aufladen. Ich vermute mal nicht, dass es hier weitergeht. Das wird wieder so eine komische Wand sein, die man nur von einer Seite öffnen kann. Ach nein, das war der Raum mit dem Grappling-Dingsens. Aber den können wir jetzt ja sowieso voll abusen, weil wir diesen Spin-Jump hier haben. Damit machen wir es ja noch leichter, als es eigentlich schon ist mit dem Enterhaken hier. Ja, es ist nicht der Enterhaken, sondern der Grappling Beam, ich weiß doch. Cool, haben wir uns damit jetzt eine Abkürzung geschaffen, oder war das... Naja, sei es drum. Das hier ist jedenfalls, ich glaube, der Raum, wo wir lang müssen. Und gelbe Türen sind echt voll selten, ne? Gelbe Türen sind ja die, wo man eine Superbombe für braucht. Aber der Gegner hat direkt eine wieder hinterlassen, sodass es kein Problem war für uns. So, das hier ist der Raum mit der ekelhaften Lava. Wie ich sehe, macht sie gar keinen Schaden mehr an uns. Liegt das an dem an dem Aqua-Suit? Ist das der Varia-Suit? Ich weiß es auch nicht mehr. Aua. Wieso bekommen wir in der Lava keinen Schaden hier? Das wundert mich gerade. Naja. Hier können wir lang. Gut. Und hier waren wir auch noch nicht. Das ist immer ein gutes Zeichen. Hier ist sogar ein Aufzug nach unten. Hier kann nicht sonderlich viel sein in dem Raum. Wahrscheinlich irgendwie ein Speicherort. Okay. Ja, wir haben zwar gerade erst gespeichert, aber wer weiß, was für ekelhafte Gefahren sich uns gleich in den Weg stellen. Da muss ich doch direkt nochmal speichern. Save completed. Wunderbar. In welches Gebiet geht denn das hier jetzt runter? Ist das jetzt direkt schon Turian? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Man muss vielleicht erstmal auf die Karte gucken, in welchem Gebiet wir uns jetzt hier eigentlich befinden. Das hier ist jetzt Norfair. Okay. Einfach nur die Fortsetzung. Okay, wir haben zwei Möglichkeiten, rechts oder links. Und das erste wird sowieso immer der falsche Weg sein. Ich habe keine Ahnung, was sich hier für böse Menschen befinden, die uns hier töten wollen. Zum Beispiel diese Kollegen hier. Kann ich... Ich lasse euch einfach links liegen. Tut mir leid, Leute, ihr... Aua! Ich möchte nicht gegen euch kämpfen. Wir können das doch auch diplomatisch klären hier alles. Oh nein. Nein! Ich möchte nicht gegen euch kämpfen! Das Problem ist bei diesen Säcken nämlich, dass sie meine Schüsse abblocken. Beziehungsweise, dass meine Schüsse nicht durchkommen. Und das ist ja ärgerlich. Autsch. Wie fällt er denn aus, ey? Mit seinen Boxsäcken als Arme. Aua, noch so eine davon. Warum halten die so arsch viel aus? Kann ich das mal bitte rausfinden? Hallo? Wie? Was ist denn das für ein Kack? Sind die unbesiegbar oder was? Und die hinterlassen einen ganzen Lebenspunkt. Ja, toll. Da bin ich ja jetzt fast gar nicht schon tot. Oh Gott, ey, ich habe noch ein Energy, also einen Reserve-Tank, aber der kann mich auch nicht so sonderlich viel retten. Zum Glück habe ich gerade gespeichert.
Autsch. Ich frage mich echt, wo ich hier hinkomme, ey. Ist das der richtige Weg, ist natürlich die Frage. Hier oben ist nichts, wie es aussieht. Eine Superbombe. Kann Aufschluss bringen. Hä? Nee, hier ist eine Wand, da komme ich nicht durch. Das ist ja doof jetzt. Na gut, dann halt nicht. Wir haben ja trotzdem noch den anderen Weg. Vom Aufzug aus gesehen. Oh, jetzt muss ich nochmal durch diese kackt Leute hier durch. Ah, shit. Okay, ich bin fast tot. Ich möchte nicht gegen die kämpfen, weil die sind gefährlich. Tschüss, Leute. Ja, dieses Piepen ist ja zum Glück auch gar nicht nervig. In jedem Spiel ist das Piepen nervig, oder? In Zelda, in Pokémon, hier in Metroid sogar! Aber in Pokémon X und Y haben die das ja geändert. Da ist das Piepen ja nur noch am Anfang, wenn man in den kritischen Bereich kommt. Und dann hört das ja auf nach irgendwie 4-5 Pieps. Das finde ich eigentlich sehr cool gemacht. Hätte man auch mal für dieses Spiel machen sollen. So, wir jumpen uns einfach über die ganzen Gefahren hinweg. Ignorieren sie gekonnt. Ich habe immer noch die Superbombe ausgerüstet. Das könnte gefährlich werden. So, jetzt nicht mehr. Was ist hier Lustiges? Eine gemauerte Wand. Wer hat die gemacht? Ah, Superbomben werden benötigt. Jetzt tatsächlich doch noch. Na gut. Ach, Mäusen. Gibt es hier ein neues Power-Up? Oder was ist hier los? Was ist hier los? Kann ich... Was ist denn hier? Was denn? Ah, okay, jetzt. Ja, ich bin gespannt, was hier passiert. Die Lava sinkt ab. Okay, also wahrscheinlich kein Power-Up hier bei dieser Chozo-Statue oder wie die Dinger heißen. Na gut, aber auch die Lava ist ja schon mal ein... Aber da oben ist doch so ein Quadrat noch auf der Karte. Das deutet doch immer auf ein Power-Up hin. Wie komme ich jetzt da hoch? Manchmal will der Sprung echt nicht so klappen, wie man sich das vorstellt. Gerade ging es so gut die ganze Zeit, aber jetzt... Gibt es hier irgendwie noch einen Weg? Weil hier ist doch noch so ein Ding. Hier ist doch noch ein Ding auf der Karte. Naja. Dann halt nicht. So, wir jumpen nach unten. Lebensmüde, wie wir sind. Mit unseren vielen HP, die wir noch haben. So, wo geht hier der Weg lang? Ich glaube hier. Ja, wunderbar. Klasse. Oh, Gegner. Ich hoffe, die sind ein bisschen leichter zu besiegen als die Typen eben. Nein, sind sie nicht. Schön, Energy Tank. Erstmal haben wir dich gebraucht. Kann ich die Lava-Fontänen überhaupt platt machen? Das weiß ich nicht. Sie sieht nicht so aus, als ob sie Schaden nimmt. Ups. Oh shit, das wollte ich nicht. Oh nein! Oh Mann, ich sterbe. Ich will doch nur Energie haben. Aber ich verliere mehr, als ich dazu bekomme. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ich hoffe, es gibt hier irgendwo einen Recharge-Raum. Oh, das wäre so schön. Missile Tank. Der Boden sieht verdächtig aus, der bricht zusammen, oder? Wir haben es mal auf die Nummer sicher gemacht. Einfach, um den Missile Tank auf jeden Fall mitzunehmen. Ich glaube, hier bricht der Boden ein. Das sieht doch so sehr danach aus, oder? Ja. Wusste ich es doch, ey. Wusste ich es doch. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt los? Oh nein! Ist das ein feindlicher? Ja, toll. Mit meinen ganzen HP. Soll ich jetzt gegen ihn kämpfen oder was? Ich habe noch so viele. Oh nein! Ja, das war ja ein langer Kampf. Das war ja super. Mensch, so ein langer Kampf. Ich habe ja lange durchgehalten. Wo bin ich gestorben? Ah, das ist hier. Hm. Okay, aber wenn ich den Raum auslasse, wo ich den ganzen Schaden genommen habe, mit diesen ekelhaften Boxsack-armen Gegnern, dann sollte ich es vielleicht schaffen, dahin zu kommen mit weniger HP-Verlust. Also mit mehr HP übrig noch. Wir probieren es einfach nochmal aus. Wir haben... Was? Ich gucke gerade auf die Zeit und wir haben kaum noch Zeit. What the fuck? Okay, dann machen wir es anders. Ich würde sagen, ich cutte an dieser Stelle und im nächsten Part sehen wir uns direkt in diesem Bossraum wieder, falls es ein Boss ist oder falls es nur ein Zwischengegner ist, dann in dem Zwischengegnerraum. So machen wir das. Bis dann, Leute, und ciao.